Guten Tag, ich möchte Sie herzlich zum App-Empfehlungs-Screencast der Stiftung Lesen und der Deutschen Telekom-Stiftung begrüßen. Mein Name ist Tina Seibert. Heute möchte ich Ihnen, liebe Vorlesepaten, die kleine Raupe Nimmersatt und ihre Freunde vorstellen. Eine App mit starkem MINT-Bezug. Wer kennt nicht die kleine Raupe Nimmersatt? Der Bilderbuchstar hat jetzt auch eine Spiele- und Entdecker-App, die sich für Kinder ab ca. 4 Jahren eignet. Manche der Spiele sind recht knifflig. Da hilft nur eines: durchtesten und individuell für Gruppen entscheiden. Schon im Startmenü fühlt man sich heimisch. Die App ist im bekannten Eric Carle-Zeichenstil gestaltet. Zu den Features gehören Vorlesestimme, die ein- und ausgeschaltet werden kann, Musik und Sprachauswahl. Neben Deutsch kriegt die Raupe auch in Japanisch oder Spanisch. Im Elternbereich lassen sich wichtige Jugendschutzvorkehrungen treffen und Nachrichten, lästige Werbe- und Shoplinks ausstellen. Nutzen Sie dies. So, jetzt sind wir richtig gespannt, was uns hinter dem Buchdeckel erwartet. Nicht die Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt, sondern kurze Sachinformationen mit passendem Spiel. Wir wollen uns nicht durch die gesamte App fressen, sondern stellen Ihnen Auszüge vor, die sich besonders gut für eine Vorlesestunde eignen. Erst einmal vorlesen. Wusstest du, dass Raupen ihr Maul und ihre starken Kiefer benutzen, um Blätter zu kauen? Manche sind wählerisch und fressen nur eine Blattsorte. Andere Raupen fressen Obst, Samen und selbst Bienenwachs und Fell. Hier würde sich zum Beispiel anbieten, einige der Gegenstände mitzubringen, die auf dem Speiseplan von Raupen stehen, und einige, die nicht zu den Raupenfressalien gehören. Die Kinder können dann im Vorfeld raten, was Raupen denn gerne zu sich nehmen. Damit wird die Aufmerksamkeit der Zuhörer geschärft, umso größer ist dann auch der Aha-Effekt. Danach kann die Raupe gefüttert werden. Sie will 3 Äpfel. 1, 2, 3. Und sie ist immer noch nicht satt. Und weiter geht es mit dem Füttern. Damit jedes Kind hier einmal aktiv mitmachen kann, bietet sich dieses Kapitel für Kleingruppen mit maximal 3 bis 4 Kinder an. Spielerisch wird dabei das Zählen geübt, aber im Gespräch mit den Kindern können auch weitere Themen wie Farben angesprochen und kleine Rechenaufgaben gelöst werden. Die Raupe ist schwer satt zu kriegen und die Schwierigkeit wird von Aufgabe zu Aufgabe gesteigert. Für größere Gruppen eignet sich beispielsweise das Kapitel über das Pflanzenwachstum. Sie können hier die Anweisungen vorlesen oder erzählen und dann die Aktion ausführen. Wie hier mit dem Samenkorn. Prima! Kannst du nun die kleine Wolke herüberziehen, damit sie auf das Samenkorn regnet? Da die Wolke viel Regen spenden muss, kann auch bei größeren Gruppen jedes Kind zum Zug kommen. Die liebevoll gestaltete Pop-up-Raupenwelt vermittelt auch einen ersten Umgang mit dem Tablet. Neben dem Pop-up-Buch, das natürlich im Zentrum steht, bietet die App noch einige weitere Spiele wie Puzzle und Suchbilder. Die Angebotsfülle verbraucht entsprechend viel Speicherplatz. Unser Fazit: Die stark an die bekannten Bücher angelegte Sach- und Spiele-App besitzt einen hohen interaktiven Charakter. Thematisch deckt die App unter anderem Zahlen, Farben, Ernährung, Pflanzen und Tierwissen ab. Sie lässt sich deshalb ideal in Kombination mit den Bilderbüchern von Eric Carle oder anderen Natur- und Tiergeschichten einsetzen. Entweder zur Einstimmung oder auch als gemeinsamer Ausklang der Vorlesestunde. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Dieser App-Empfehlungs-Screencast ist in Kooperation mit der Deutschen Telekom-Stiftung entstanden.